Hallo ihr beiden, danke für eure Zeit. Ihr seid nicht nur auf der Skipiste erfolgreich, sondern auch in den sozialen Medien. Genau deshalb wollen wir ein etwas anderes Interview mit euch machen. Aber bevor wir loslegen, schaut mal. Okay, schaut ihr das an. Ich wusste, dass es kommt. Come on, Abba. Das habe ich nicht erwartet. Du auf dem Laufsteg. Das tut richtig weh. Das hat Spaß gemacht. Es hat so viel Spaß gemacht, das anzuschauen. Wie wir gesehen haben, erinnern eure Social-Media-Postings eher an ein Tagebuch. Es ist nicht so, dass eure Fans nur vereinzelte Fotos zu sehen bekommen, sondern es sind Eindrücke aus eurem täglichen Leben. Ist das eure Absicht? Es ist ein cooler Weg, zu zeigen, was sich in meinem Leben so tut. Es kostet nicht viel Zeit. Man stellt eine Verbindung zu den Fans her oder zu jungen Skifahrern. Ich denke, es ist wichtig, dass man in den sozialen Medien authentisch bleibt. Sonst denkt man sich, was ist das hier? Ich weiß nicht. Keep it authentic, right? Yeah. Man soll ganz einfach authentisch bleiben, dass man keine Angst davor hat, den Leuten zu zeigen, wer man ist. Du bist darin besser als ich, aber es geht darum, die Dinge etwas anders zu machen. Das zeigt den Charakter einer Person und spiegelt die wahre Persönlichkeit wider. Es zeigt nicht nur die Skiprofis Michaela und Alex. Und es macht Spaß, manchmal auch etwas albern zu sein. Ich bringe die Menschen gerne zum Lachen. Es ist wirklich lustig, weil wir die ganze Zeit lachen müssen. Das Erste, das wir tun, wenn wir uns zum Beispiel über FaceTime anrufen, ist nicht Hallo sagen, wir albern einfach herum. Das ist, weil ich komisch aussehe, oder? Nein. Macht es dir Spaß, ein Tanzvideo für TikTok aufzunehmen? Ja, es ist etwas anderes. Ich mag tanzen wirklich. Es macht Spaß und man lernt dabei etwas Neues. Sie ist besser als ich, aber wir sind beide nicht gut darin. Wir müssen einfach etwas improvisieren. Wir probieren etwas aus, das wir nicht gut können. Es ist ein gutes Training, sein Rhythmus ist super und er ist ein wirklich guter Tänzer. Aber wenn ihr die Wahl hättet und es gäbe eine Welt ohne Social Media, also eine Welt, in der ihr nichts posten müsstet, würdet ihr euch dafür entscheiden? Ja, schon. Es gehört aber dazu und deshalb ist es in gewisser Weise unnötig, darüber nachzudenken, wie es ohne Social Media wäre. Social Media hat viele gute Seiten und vieles zu bieten, aber natürlich sind da auch negative Aspekte. Es ist wirklich schwer zu steuern, welche Inhalte man sich ansieht, wie man sich dabei fühlt und welche Kommentare einen erreichen. Man muss aufpassen, was man sich ansieht, vor allem was die nächste Generation angeht. Die Kinder, die gerade aufwachsen. Es ist so schwierig, sich durch Social Media zu navigieren und man weiß oft nicht, was echt und was nicht echt ist. Welchen Ratschlag würdet ihr jungen Leuten geben, die gerade neu in den sozialen Medien sind? Wie sollten sie Social Media nutzen, um nicht stundenlang Zeit damit zu verbringen? Ich würde Ihnen nahelegen, sich Zeit zu nehmen und etwas außerhalb von Social Media zu suchen, das Ihnen wirklich Spaß macht. Am Anfang ist es vielleicht noch etwas lästig. Du legst dein Handy absichtlich weg. Es kann Sport sein. Sport tut jedem gut. Es kann aber auch Malen oder Zeichnen sein, Musik oder einfach nur Singen in der Dusche. Just singing in the shower. Just go take a shower and sing. Ihr habt die negativen Aspekte angesprochen, wie Hasskommentare. Bekommt ihr solche und wie geht ihr damit um? Ja, natürlich. Negative Kommentare gibt es immer. Ich finde aber, dass die positiven Kommentare überwiegen, in den meisten Fällen.
Es ist interessant, denn es sind immer ein paar Kommentare, die super negativ und auch schwierig zu lesen sind. Aber gleichzeitig ist es leicht, diese einfach beiseite zu schieben. Ja, beiseite zu schieben. Dann denkt man sich, die Person hat wohl gerade eine schwere Zeit. Kommen wir zur letzten Frage. Schauen wir ein paar Monate nach vorn ans Ende der Saison. Wie soll der letzte Social Media Post der Saison aussehen? Was sollte die Überschrift sein? Es war eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Ein Klassiker. Die neue Saison beginnt heute. Genau so. Es ist irgendwie immer dasselbe. Wie fasst man eine ganze Saison in einem Post zusammen? Es hängt natürlich immer davon ab, wie die Saison verläuft. Aber jeder Athlet will am Ende der Saison positiv berichten können. Eine Saison kann aber nicht nur im sportlichen Sinne positiv sein. Es ist einfach wichtig, das zu genießen, was man tut. Und genau darauf kommt es an. Was den Saisonabschluss-Post angeht, da finde ich es immer richtig cool, wenn man ein starkes Bild hat. Ich hatte das, als ich zum Beispiel im Ziel gesessen bin und meine Knie umarmt habe. Es sollten Momente sein, die emotional sehr stark aufgeladen sind. Das sind für mich die besten Motive für Saisonende. Sie sollen eine Geschichte erzählen. Und hoffentlich eine sehr erfolgreiche. Vielen Dank für dieses unterhaltsame und interessante Interview. Ich wünsche euch das Beste für die neue Saison und freue mich schon auf das nächste TikTok-Video. Wir brauchen Teil 2. Natürlich werden wir noch mal tanzen. Ja, das müssen wir.